kurzes Update von mir, warum es bei Videos zu Verzögerungen kommen kann und was bei mir an Radreisen geplant ist. Letztere Frage kann ich ganz schnell beantworten. Mit gebrochenem Handgelenk lässt sich nicht Fahrrad fahren, zumindest nicht für die nächsten 2 Monate. Geplant hatte ich den Wehntal-Radweg, kombiniert mit dem Kühltal-Radweg, geht durch Frankreich, Belgien, Luxemburg. Wollte ich jetzt Ende Juni, Anfang Juli eventuell fahren, aber das kann ich jetzt vergessen. Also bis Ende August werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr aufs Rad setzen können. Habe mir jetzt auch ein Deutschland-Ticket gekauft. Ja, was ist passiert? Ich war an Pfingstmontag mit dem kleinen Klapprad, mit dem Faltrad Fido unterwegs. Der hat ja so 20 Zoll Reifen. Habe eine schöne große Hafenrunde gedreht. Und ja, kurz vor der Alster, als ich wieder nach Hause wollte, die letzten 4 Kilometer, habe ich auf dem neuen Radweg irgendwie so eine Kante unterschätzt und habe einen Überschlag nach vorne gemacht. Ja, bin irgendwie über den Lenker geflogen. Keine Ahnung, ich muss mir die Stelle nochmal angucken, wo das genau war. Kann mich da nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Jedenfalls stand eine Frau neben mir, ein Mann. Die haben mich dann aufgehoben und meinten, haben auf das Handgelenk geguckt und meinte, ja, ich bin vom Fach, Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Dann habe ich noch ganz vage wahrgenommen, dass rechts neben mir 2 Polizisten standen. Ja, ich habe erstmal in Ruhe auf eine Wiese geschoben und habe dann entschlossen, mit dem Taxi, stand gleich ein Taxi, dann ins UKE zu fahren, also ins Unikrankenhaus hier in Eppendorf. Ja, der Taxifahrer war ganz nett. Also das Fido, das passte hinten zusammengeklappt, hinten in den Kofferraum rein. Und der hat mir dann das Rad auch vom UKE direkt angeschlossen. Ja, war dann in der Notfallaufnahme. Das klappte wie am Schnürchen. War auch nicht viel los, weil offensichtlich, also wegen des schönen Wetters, ist da wohl immer nicht so viel los. War vielleicht mein Glück. Ich war, glaube ich, 2 Stunden da. Ich habe erstmal eine Infusion gekriegt mit Schmerzmitteln. Und dann haben sie mich geröntgt hier am Arm. Und der Arzt meinte, ja, das müsse operiert werden. Sei keine gute Nachricht, sei mehrfach an mehreren Stellen wohl gebrochen. Hat mir gleich das Röntgenbild auch in die Hand gedrückt. Ja, dann wurde ich eingespannt, da wurden die Finger in sogenannten Mädchenfinger eingespannt. Das heißt, das sind so kleine Drahtschlaufen, das wird dann eingehängt und da musste der Bruch auseinandergezogen werden. Hier kam noch ein Gewicht dran. Ja, es ging, also es war auszuhalten. Also es war jetzt nicht so wild, wie man sich das vorstellt. Schmerzmittel hat doch einiges geleistet. Dann war ich gestern noch mal im UKE, habe dann einen Termin für die Operation bekommen. Das soll jetzt am 7.6., das Mittwoch, stattfinden. Ich muss noch einen Tag vorher anrufen, ob der Termin tatsächlich stattfindet. Es kann sein, dass er verschoben wird, weil irgendwas anderes Wichtiges dazwischen kommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es am Mittwoch operiert wird. Ich habe dann noch ein Narkosegespräch bekommen, habe mich dann entschieden, das mit einer lokalen Betäubung mich dann operieren zu lassen. Also kann ich dann auch zugucken. Naja, die werden wahrscheinlich dann irgendwie ein grünes Tuch davor hängen, keine Ahnung. Jedenfalls wollen sie mich so ein bisschen eindämmern, weil ich hatte nämlich angekreuzt, dass ich vielleicht schnarche, ja, und das ist wohl nicht gut in Kombination mit so einem Atemgerät. Na, jedenfalls habe ich einige Schürfwunden davon getragen. Ich habe den linken Bein. Oh. Ist mir noch das Pedal in die Haxe richtig so richtig, hat eine richtige Fleischwunde hinterlassen. Dann habe ich am rechten Knie eine Schürfwunde an den Fingern hier. Ja, hier sieht man ja auch so eine Stelle. Ach so, hier, ja. Ich habe gerade noch mal auf den Helm geguckt. Ich hole den mal kurz. Weiß nicht, ob das erkennen kann. Da ist doch eine Stelle ziemlich angekratzt. Ja, offenbar hat der Helm gute Dienste geleistet. Also ich habe am Kopf nichts gemerkt, keine Kopfschmerzen. Ich bin wohl so seitlich aufgekommen, da sieht ja hier diesen Kratzer auch noch. Ich denke mal, das würde auch anders aussehen, hätte ich den Helm nicht getragen. Ja, mit dem kleinen Rad bin ich eh nicht so ganz sicher wie mit meinem großen KTM. Da wäre mir das mit Sicherheit auch nicht passiert. Ne, eigentlich habe ich nicht so ein Verständnis dafür, dass jemand seine Krankheiten oder Unfälle so öffentlich macht. Allerdings habe ich gestern unter einem meiner Videos schon einen Kommentar gelesen. Gute Besserung. Ich habe dich gestern gesehen. Ja, kann ja nur im UKE gewesen sein. Dann dachte ich mir, machst du ein kleines Video draus, da wisst ihr alle Bescheid. Ja, Jörg, nochmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, wie geht es mit den Videos weiter? Ich hatte sowieso jetzt geplant, jetzt nach dem letzten Teil 11,
meiner Radreise, das war ja Teil 3 vom Alpe-Adria-Radweg, ein anderes Video dazwischen zu schieben. Das wisst ihr jetzt noch nicht, aber jetzt wisst ihr es, weil ich ja einfach die ganze Sache mal auflockern wollte und aktuelle Videos haben mir auch nochmal einen ganz anderen Reiz. Ja, das war das erste Maiwochenende, da war ich 3 Tage unterwegs und habe einen anderen YouTuber getroffen. Und ja, das wird ein langes Video, also bestimmt 1 Stunde, 10 Minuten. Aber ich denke, es wird recht abwechslungsreich und am Ende auch noch lustig. Ja, was bedeutet das für meine Videos? Wie ihr sicher wisst, arbeite ich von der Hand in den Mund. Das heißt, wenn ein Video fertig ist, wird es online gestellt. Gut, dann brauche ich nochmal einen Tag, um Beschreibung zu machen, Komoot-Link und was weiß ich. Und das Thumbnail vor allen Dingen, das ist ja auch mal recht aufwendig. Jetzt habe ich aber noch von meinem Alpe-Adria-Radweg, es werden es sicher noch 3-4 Folgen. Dann habe ich noch eine Tour mit Lucy und Karin gemacht. Ende Mai waren wir unterwegs an der Weser, an der Wimmel. Das war auch schön, da, auch mit Zelten und so. Und ja, also mir gehen die Touren nicht aus, sonst fahre ich im August. Das werde ich auf jeden Fall, sobald das wieder geht, dann geht es wieder raus. Werde ich dann wieder aufnehmen. Ach, da habe ich noch eine Elbe-Tour, die könnte ich dann auch noch mal reinschieben. Also Material habe ich genug hier. Aber erst war ich mir gar nicht so sicher, kann ich überhaupt noch Videos schneiden mit einer Hand? Also mit der Hand kann ich, ich habe nicht mal einen Knopf drücken. Also es ist echt ätzend. Ich hoffe, dass es nach der OP dann auch schnell wieder besser wird. Ich habe es gestern Abend mal getestet, das geht. Ich arbeite auf dem Mac Mini, nicht auf dem MacBook. Habe mir das Trackpad vor die Tastatur gelegt. So kann ich dann, ja, muss ich mit einer Hand arbeiten. Das geht. Es dauert halt etwas länger. So, da wisst ihr am gröbsten Bescheid. Und seht mir nach, wenn ich nicht jeden Kommentar beantworte. Ich lese natürlich alle, aber es fällt mir natürlich schwer, mit einer Hand hier zu tippen. Wobei, ich habe die Spracheingabe wieder entdeckt. Also das funktioniert echt gut auf dem Mac. Ja, und ansonsten, ich wünsche euch alles Gute und schöne Radtouren. Tschüss, bis dahin.